okay, Titel. Ich bin live. Du bist live. Okay, ja. Ich kläre dich später. Okay, ich darf jetzt euch fragen, was hier euer Anliegen ist. Ihr steht vor dem BCC, wo heute der VHS-Tag stattfindet. Ja, es geht darum, dass wir eben hauptberufliche Volkshochschullehrer sind, und zwar im Bereich Deutsch als Fremdsprache, größtenteils Integrationslehrer. Und es ist so, dass seit 17 Jahren bei uns keine Erhöhung mehr stattgefunden hat, bis die Dozentenvertretung sich aufgerafft hat, einiges zu unternehmen. Seitdem sind wir jetzt am öffentlichen Dienst mit angebunden. Das heißt, die Erhöhungen kommen allerdings ein Jahr später. Die Erhöhung der Honorare werden dann prozentuell angebunden. Aber was bei uns eben das Problem ist, dass wir einerseits bisher keine Vorzahlung im Krankheitsfall hatten. Jetzt haben wir auch erreicht, dass wir nach 3 Tagen, die wir selber bezahlen müssen, dann maximal im Jahr 6 Wochen bekommen. Aber der Lohn ist eben nach wie vor so, dass wir davon einfach nicht unser Leben fristen können. Und was wir alle eben befürchten müssen, ist die Altersarmut. Also deswegen auch unsere Postkarte hier, in der eben festgelegt wird. Dürfen wir die mal sehen? Ja, können Sie es? Dass man mit, hier ist auf dem Bild ist eine Lehrerin von 84 zu sehen. Und es ist ein kleiner Quiz zu lösen, warum muss ich noch arbeiten? Ein Porsche reicht mir nicht, eine Villa mit beheiztem Swimmingpool brauche ich noch, oder weil ich nur 500 Euro Rente bekomme. Das heißt, bei Ihnen wird auch in die Rentenkasse nicht eingezahlt? Es wird eingezahlt, wir sind ja verpflichtet, als Volkshochschullehrer einzuzahlen, aber die Beiträge sind nicht so hoch, dass man davon eine altersgerechte Rente bekommen kann. Also ich werde in diesem Jahr 65, meine Rente ist gesetzlicher Art 100 Euro, dazu habe ich eine Freiwillige noch abgeschlossen, die sind nochmal 300, das heißt, ich komme mit 400 Euro in die Rente, und das heißt, das Schicksal, das wird mein Schicksal sein, ich werde auch noch die nächsten 10 Jahre, solange ich stehen kann, an der Tafel stehen. Mhm. Bei vielen VHS-Dozenten ist es ja durchaus so, dass Lehren dort an der VHS so eine Nebentätigkeit ist. Ja, so war es früher mal, und daher kommt diese Regelung, dass wir eben freie Dozenten sind, nach dem Motto, man macht das so nebenbei, als vielleicht für eine Hausfrau, die nicht ausgelastet ist, oder ein Studienrat, der abends nochmal etwas unterrichten möchte. Aber Ihnen ist das anders? Das ist eigentlich bei allen. Meine ganzen Kollegen, wir arbeiten jeden Tag wie ein normaler Lehrer. Morgens um 8:30 beginnt der Unterricht, um 1 ist er fertig. Da aber das Geld nicht reicht mit 25 Stunden in der Woche, müssen viele noch Nachmittagsschichten einlegen, weil wir nicht wie ein normaler Lehrer an der staatlichen Schule bezahlt werden. Das heißt, die arbeiten über 30 Stunden in der Woche und es gibt mit den Vorbereitungen, die noch dazukommen, ist einfach keine Möglichkeit gegeben, da noch mehr zu machen. Als ein Vollzeitjob manchmal. Ja. Okay. Und man darf nicht krank werden, weil das ja nur, man muss die ersten Tage sowieso, dann verliert man erstmal 450 Euro, die man gar nicht bekommt. Ist eine schwierige Lage. Ich glaube, dass das wirklich durchaus rübergekommen ist jetzt. Wir würden uns gerne noch mal ein bisschen hier umschauen. Vielen Dank für Ihre Worte. Gleich weitergehen. Nee, mach mal kurz aus. Das wird zu lang, glaube ich.